Hallo, da sind wir wieder, Pepe und Gitte. Wir sind in der Burg Volkihar, in den Ruinen und suchen die Mutter von Verano. Beziehungsweise eine Schriftrolle der Alten, die sie wahrscheinlich hat. Auch das ist ein kleiner Traum. Knatsch, das gibt's auch. Da hinten ist auch noch eine. Ja. Der kommt nachgucken, glaube ich. Jo. Was ist mit dem kleinen Skelett denn passiert? Du wirst nicht mehr viel finden. Da musst du doch einen anderen finden. Dann geht er da ja auch. Ich hoffe, er geht nicht gleich um die Ecke. Nein. Jo. Was war's mit dem? Sind da noch mehr? Irgendwo gibt's einen Schatten. Sie macht die Übung. Na, Serana, machst du gerade... Genau. Gymnastik. Ja, wir gucken jetzt mal, wir sind irgendwie schon einigermaßen auf. Ja, wir sind auf dem richtigen Weg, denke ich mal. Ich glaube, wir müssen hier die Treppe hoch. Sind wir hier richtig? Ich denke, wir müssen hier die Treppe hoch. Ja. Könnte schon sein. Was haben wir denn da? Ein Knatschi. Ein Gewesener. So ist es. Ein knochenverstreuendes Etwas. Hm. Das heißt, du hast die Knochen ja verstreut. Er hätte gut drauf verzichten können. Meinst du? Ja. Oh, ich hoffe, er vermisst seinen Schädel nicht. Mal speichern, bevor wir da reingehen. Weiß ich, man Gargoyles, also ich meine Gargoyles. Oder Gargoylen sagt, Plural, keine Ahnung. Aber eigentlich gibt es in Deutschland den Gargoyles-Plural ja nicht unbedingt. Ist hier jemand? Mal gucken. Hallo. Ja, ich habe jetzt endlich den Ständer fürs Mikrofon. Mal sehen, wie sich das macht. Also ich finde es ganz gut, dass ich hier rumsitzen kann, ohne was in der Hand zu halten. Mal sehen, wie es vom Ton herüberkommt, über Lautstärke und so. Wir haben natürlich auch mal getestet. Der war Pepe lauter als ich. Aber eigentlich war ich auch gut zu verstehen. Aber es war ganz okay eigentlich. Ja. Hinsetzen. Ach, hinsetzen, Stuhl. Ich frage mich immer, was da immer auffällt. Was machst du denn schon wieder? Och, ich spiel wieder mal Knochenfußball. Mach ich doch gern, wie du weißt. Ja. Haben wir hier auf dem Tisch noch was Interessantes, außer den blutigen Lumpen? Nein. Beschädigte Bücher. Jo. Mächtig, gewaltig, interessant. Sieht aus, als hätte ich noch Lautlosigkeit, aber... Ohne Anzeige ist es immer schwierig zu sehen, wann die Lautlosigkeit zu Ende ist. Keiner da? Nee, scheint keiner da zu sein. Wenn niemand da ist, gehen wir auch. Ja, gehen wir mal rein. Aha. Ah, sieht schon so nach Gargoylen aus. Ich nenne sie jetzt einfach Gargoylen. Könnte ich ja sagen Gargoyles. Sie are Gargoyles. Den bist du. Dann gehen wir mal wieder auf die Schwertes. Ja, am besten beide. Was haben wir für einen Schrei drauf? Tja. Na. Also die unerbittliche Macht, die ist eigentlich immer universeller. Ich denke ja. Die sind ja aus Stein oder was auch immer, woraus die sind. Nein, da sind sie natürlich nicht mehr aus Stein, sind sie aus Fleisch und Blut. Wenn sie mal aus ihrer Starre erwacht sind. Wir wissen nicht, ob die auferstehen oder nicht. Eisenkriegshammer.
nochmal? Heißt euch? Ja, da ist er ja. Woher? Ja, der, woher ist der wohl gekommen? Wer ist da? Da ist noch einer, der ist. Das hätten wir geschafft. Das hätten wir geschafft. Gut, der Rainer. Oh. Was ist mit dem? Der Rainer hat ihn gleich wieder aufgeweckt. Sie hat ihn sofort wieder aufgeweckt. Umgefallen. Granatstein. Immer wieder überraschend, der Rainer. Da kommt der nächste. Da kommt noch einer. Alter, der Rainer, pass auf, der ist hinter dir. Was ist das denn? Oh, ich bin gegen das Mausrad gekommen. Ist das schlimm? Ich konnte mir nicht mal kämpfen sehen. Und Serana auch, war gar nicht so schlecht. Eben als Schlimmer mit und dem Makellosen und Rubin auch. So. Können wir ausnahmsweise mal alles gebrauchen. Ich glaube nicht, dass wir schon ganz oben angekommen sind. Bestimmt gibt es hier noch eine Art Geheimgang. Ja, genau. Danke für den Hinweis. So, bist du friedlich? Noch ist es. Als Steine sind sie immer relativ friedlich. Geheim. Und der wohl auch, wa? Na gut, dann machen wir mal ein bisschen Licht. Dann gucken wir doch mal. Wenn es ja keiner meint. Kommen wir die Leiter hoch? Ja, kann man schon, aber ich glaube nicht, ist so gut. Ach, das ist die Hilfe, unser kleiner Hilfsgargoyle. Unser Hilfsgargoyle. Ist das sowas ähnliches wie ein Hilfs-Sheriff? Tja, wenn sie meint, dass hier irgendwo ein Geheimgang wäre, dann müssen wir mal gucken, ob wir irgendwo irgendwas finden. Eine königliche Vampirrüstung, die nehmen wir mal mit. Können wir machen, wir kriegen das. Silberschwert brauchen wir nicht. Und Stiefel brauchen wir auch nicht. Gut. Was gibt's hier noch? Hier gibt's jede Menge Wein. Na, leere Flaschen, die haben schon alles ausgesoffen. Die Gargoylen. Tja, wer weiß. Gargoyles. Ach, ich hatte wieder Gargoyles und geschickt. Guck ihn mal. Das muss man meiner Mutter lassen. Etwas schlauer als ich dachte. Ja, dumm ist deine Mutter bestimmt. Das müssen wir doch gleich mal speichern, ha? Ja. Das findet man ja nie, weil man nicht zufällig über den Katzenhalter geht. Das muss man aber tun. Das muss echt über alles irgendwie gehen. Hier liegt Silberplatte auf dem Boden. Ja. Müssen ja reich sein, tja, die mit dem Zeug so rumschmeißen. Ne? Wahrscheinlich nicht. Spinnweben. So. Das heißt, mir liegt auch so ein Ding hier, so ein Kelch. Ja. Sieht doch hübsch aus. Silber sieht hübsch aus. Also sieht aus Silber aus. Unser Gargoyle hat uns verlassen. Das ist nämlich auch das Blöde. Weil man nicht ständig guckt, wo die Aufgeweckten sind, dann ist es eben weg. Ja, stimmt. Ja, richtig. Aber den konnte man doch gar nicht ausnehmen. Ja. Sie hätten aufgeweckt, bevor wir was machen konnten. Der war ja noch nicht mal unten. Das sind schon aufgeweckt. Das ist natürlich schon blöd. Seht euch doch nur diesen Ort an. Ja. Das muss es sein. Ich wusste, dass sie sich intensiv mit der Totenbeschwörung befasste. Schließlich hat sie mir alles beigebracht, was ich weiß. Von einer Einrichtung wie dieser hatte ich aber keine Ahnung. Seht euch das alles doch nur an. Sie muss Jahre gebraucht haben, um all diese Zutaten zu sammeln. Und was ist das hier? Ich schleiche. Sieht nicht aus, wenn sie, weil du auch schleichst. Nee, ich schleiche doch gar nicht. Ich bin mir bei diesem Kreis nicht ganz sicher. Aber er muss eine Funktion haben.
Dann wollen wir uns einmal umsehen. Irgendetwas hier muss uns verraten, wohin sie gegangen ist. Na gut, wonach suchen wir denn? Meine Mutter war in ihrer Forschung sehr akribisch. Wenn wir ihre Notizen finden, erhalten wir sicher einige Hinweise. Aha. Hat eure Mutter die Gargoyles als Haustierchen gehalten? Nicht, dass ich es gesehen hätte. Meine Mutter war in magische Konstrukte ganz vernarrt. Nein, nicht, was ihr wieder denkt. Sie fand sie schlicht und einfach faszinierend. Wir haben gar nichts gedacht. Also wirklich. Hat ein großes Labor, ja. Ich wusste ja nicht einmal, dass ihr Labor überhaupt existiert. Sie hatte ein Alchemielabor in ihrem Gesellschaftszimmer, aber nichts, was an das hier auch nur im geringsten herankommt. Hm? Wenn ich mir die Gerätschaften und Zutaten so ansehe, sieht das aus, als hätte sie an ihren Totenbeschwörungsfähigkeiten gearbeitet. Ich weiß es nicht. Sicher nicht Langlebigkeit. Das wäre Zeitverschwendung für einen Vampir. Ja, wenn er sowieso unsterblich ist. Na gut, fragen wir sie später. Ich erinnere mich daran, dass sie ein kleines Tagebuch besessen hatte. Vielleicht könnt ihr es finden. Heißt suchen auch schleichen. Ah, das da ist unser Gargoyli. Das ist nix. Damit wissen wir auch genau, wo wir rangekommen sind. Dann können wir nämlich jetzt auf die ganz Art, systematisch auf die Wand. Übliche Art und Weise, genau. Am besten mit Licht, dann sieht man ein bisschen mehr. Ist erstmal nichts. Aber hier sitzt doch schon mal die wahre Natur der Orks. Opusculus lamaiba. Was ist denn das? Das können wir doch gar nicht. Nee. Holosoptut. Nehmen wir mal mit. Schmiedehammer und Amboss. Die Mitgift. Das Bestiarum Eisgeister. Die Ruinen von Kevel C. Das können wir alles. Hüter der Steine. Tralle Akkulische Maidband 2. Da ist es ja schon. Da ist es ja. Da ist es ja. Wie lang ist das? Oh, ziemlich lang. Ja. Okay. Wer es lesen will, kann ja anhalten. Ich blätter es mal durch. Das dauert wohl sonst ziemlich lange. Ja, warte mal, da gibt es oben die Sachen, die wir finden müssen. Ja. Vor allem, mal, kannst du mal umdrehen nochmal? Zutaten, okay, wollte ich ja wissen. Fein gemahlenes Knochenmehl, gereinigtes Salz der Leere. Und Zehlensteinsplitter, keine Fragmente. Genau. Okay. Und sie ist im Seelengrab gereist, das kann man auch mal so kurz sehen. So. Aber das scheinen die einzig interessanten Bücher gewesen zu sein. Ja. Ja. Das haben wir immer geschafft. Hallo, Serana. Wir haben es gefunden. Die Aufzeichnung deiner Mutter. Hattet ihr schon Glück? Ja. Ja. Ach ja? Lasst sie mich sehen. Okay. Was ist dieses Seelengrab? Ich weiß nur, was sie mir erzählt hat. Sie hatte eine Theorie über die Seelensteine. Sie glaubte, dass die in den Steinen wohnenden Seelen nach ihrem Gebrauch nicht einfach verschwinden, sondern im Seelengrab landen. Das Seelengrab beherbergt äußerst mächtige Wesen. Die Totenbeschwörer spielen ihnen Seelen zu und erhalten im Austausch dafür besondere Kräfte. Mutter hat lange versucht, direkt mit ihnen in Verbindung zu treten, um selbst zum Seelengrab zu reisen. Na, dann müssen wir wohl da hingehen, ne? Dieser Kreis in der Mitte des Raumes ist definitiv eine Art Portal. Wenn ich das hier richtig lese, gibt es eine Formel, durch die wir sicher in das Seelengrab gelangen können. Was? Was bra-
Raum ja noch eigentlich gesehen. Eine Handvoll Seelensteinsplitter, etwas fein gemahlenes Knochenmehl, eine ordentliche Prise gereinigte Salze der Leere. Oh, verdammt. Tja. Was ist denn das? Wir brauchen außerdem eine Probe ihres Blutes. Obwohl, wenn wir die hätten, würden wir das hier ja gar nicht erst versuchen. Tja, du hast doch ihr Blut, oder? Hm, nicht schlecht. Aber hoffentlich reicht es auch. Fehler im Umgang mit derartigen Portalen können grausame Folgen haben. Wie auch immer, genug davon. Lasst uns anfangen. Na gut. Auf jeden Fall. Mutter hatte jede Menge dieser Zutaten in ihrem Labor. Ihr müsst sie nur finden. Oh ja, und na warum gut. Wir, was mit dir? Du kriegst schleichen, oder was? Dann werden wir mal speichern. Und da waren wir fertig. Ja, aber man sollte sich das alles ein bisschen genauer angucken. Wir ja, wo das ist normales Knochenmehl, können wir auch brauchen. Da haben wir schon mal fein gemahlenes. Alles gut. Gut, von dem Rest können wir hier nichts gebrauchen. Ein Elfendolch brauchen wir Fragment jetzt nicht. Das ist ein Fragment. Die kann man natürlich mitnehmen, weil die bringen aber auch nicht viel Geld. Ja. Muss ja nicht sein. Nee, sie sind ganz leicht. Nee, ja. Hier geht's auf den Balkon. Da wollen wir jetzt erstmal nicht hin. Dann gehen wir hier hoch. Ein schwarzer Seelenstein nehmen wir natürlich immer mit Kusshand. Splitter. Da sind Splitter drin. Ah, die interessanten Sachen sind hier in der Tiefling. Und da ist noch irgendwas in dem, noch ein Seelenstein. Ein bisschen Gold. Was? Ach, du meinst den da hinten? Ja, so weit war ich ja noch nicht. So. Hier gucke ich ausnahmsweise mal rein. Noch ein schwarzer. Schön. Noch ein anderer. Lauter Fragmente. Und ein mächtiger. Was ist das da unten? Das andere? Ach, den hätte ich ja beinahe übersehen. Können wir mal sehen, wie du guckst, ja? Ja, der war einfach zu aber groß und zu vor meiner Nase. Ja. Mach dich nur los, immer mit. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Naja, wir haben Mühe, aber wir haben schon was gefunden. Aber noch nicht alles. Was ist denn in dem Tiegel drin, in dem Habt du ihr Mühe, diese rührst? Zutaten zu finden? Ach, nicht unbedingt. Feuersalze nehmen wir natürlich mit. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Nein. Natürlich nicht. Nee, Ron. Noch gar nicht. Habt ihr Mühe, diese Zutaten zu finden? Hey, nerv ist uns ja gut. Nicht. Und Papierstaub nehmen wir natürlich auch. Knoblauch auch. Da war noch ein Regal irgendwo. Was haben wir hier alles Hübsches? Den Mirakelbarsch nehmen wir, das Tigerauge. Wir waren das immer richtig gut hier mit sich beschäftigen, finde ich. So. Ah, ist nur eine blaue Blattblume. Aber hier, kleine Perle. Ja. Ah, kannst mal sehen. Man muss sich das immer von allen Seiten angucken. Und das ist eine große Perle. Nein, die heißt nur Perle. Ja, die große Perle heißt nur Perle. Oh ja, das ist ganz hübsch, dass ihr hat ein schön großes Labor. Was fehlt uns eigentlich? Ah, das sind wir wahrscheinlich auch nicht hier. Elfenohr, Walmerohren, Schlachterfischei. Ah, ist gut bestückt, ja? Ja. Überschwanz, Schale nicht. Ja. Kriechranken braucht man nicht, aber Pfeilfedern. Da bin ich immer zu langsam, um die zu fangen. Hühnereis, Kieberfell. Okay, das kann man alles gut gebrauchen. Auf zum nächsten Regal. Feuersalz, Frostsalz. Wir brauchen ja ein bestimmtes Salz in die Also, oder brauchen. Ja, da ist. Gereinigtes Salz. Sind wir mit den gleichen Dingern, die Tiegel sind immer genau gleich. Ja.
Dann kommen wir ja auch sowieso jetzt erstmal. Ja. Wir sind nämlich eigentlich fertig. Aha. Na gut. Dann, ja, in der nächsten Folge werden wir es dann, ja, wenn wir noch weitermachen hier. Ja, klar, dann werden wir sehen, okay, dass wir das Portal aufkriegen. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss.